Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Willkommen zum Trading-Tipp des Tages, liebe Zuschauer, von und mit Martin Weiß heute, Herr Weiß. Schönen guten Tag zunächst einmal. Wir blicken heute natürlich auf das große Bild, auf den DAX, der heute ja kräftig unter die Räder kommt. 3% des Minus mittlerweile. Bevor wir uns gleich der Charttechnik widmen, welcher dieser Gründe aus diesem bunten Potpourri, den wir sehen, ist denn heute ausschlaggebend dafür? Heute ist es das Ölherdamm, das auf jeden Fall auf die Kurse drückt. Jedenfalls wird das allgemein behauptet. Es werden Kurse mittlerweile für das Barrel von $20 und teilweise sogar darunter herumgereicht. Das Ganze drückt auf die Stimmung. Gestern die Vorgaben dann von der Wall Street waren natürlich jetzt alles andere als berauschend. Im Nachmittagshandel ist es kräftig nach unten gegangen. Das hat der DAX heute vollständig mitgenommen. Und Sie sehen hinter mir schon dieses Bild, diese Abwärtsbewegung, die ja in den vergangenen Wochen noch mal ordentlich zugelegt hat an Geschwindigkeit. Also fundamental bleibt es weiter schwierig, aber für Charttechniker und für Trader ist das momentan natürlich ein Fest aufgrund der hohen Volatilität. Dann schauen wir noch mal etwas detaillierter drauf auf die Handelsplattform von CMC Markets im Hintergrund. Wie ist das technische Bild denn das heute, vor allem nach diesem Kurssturz nochmal? Also ich möchte Ihnen das ganz kurz nochmal im großen Ganzen zeigen. Wir sehen hier den Bereich bis April und wir sehen, wie sich das alles nach unten verschoben hat. Also ein völlig intakter Abwärtstrend und jetzt diese Beschleunigung runter an die Unterstützungslinie. Und wir können das gerne mal ein wenig größer machen vom Ausschnitt. Dann sehen Sie, wie heute der Tag verlaufen ist. Es ging erstmal kräftiger nach oben. Das war keine Verwunderung. Das ist das Gap, das aufgerissen wurde zum gestrigen Handel. Und dann ging es erstmal nach oben. Aber jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt werden nämlich die Tiefs der letzten Monate ausgelotet. Wir sind momentan bei 9.362. Es sieht aus, als wenn wir auf jeden Fall nochmal das Tief bei 9.339 Punkten testen würden. Die Erfahrung hat gezeigt, im ersten Anlauf geht es normalerweise nicht unter diese wichtigen Marken. Das hat sich in den vergangenen Zeiten ganz einfach auch als relativ massiv erwiesen, dieses Niveau. Aber momentan ist die Stimmung so schlecht, dass wir vielleicht sogar noch auf der Unterseite was zu sehen bekommen. Ich weiß es nicht genau. Wir werden auf jeden Fall ein entsprechendes Setup vorbereiten, um hier erstmal einen Test abzusitzen. Was heißt das genau? Wie sieht das Setup dann aus für heute? Das Setup sieht folgendermaßen aus. Wir würden uns einstoppen lassen bei genau dieser Unterstützung, vielleicht 2-3 Punkte drüber. Also sagen wir 9.341 Punkte lassen wir uns einstoppen auf der Long-Seite und spekulieren auf eine Gegenbewegung, die unserer Meinung nach jetzt nicht so kräftig ausfallen wird, sofern es jetzt nicht wichtige Gründe gibt. Also im Großen und Ganzen ist es klar, wie die Amerikaner das sehen, mittlerweile auch wie die Europäer das sehen. Deshalb gehen wir davon aus, dass eine Gegenbewegung vielleicht bis ans Tief hier 9.520, das war das gestrige Tief, das wir gesehen hatten im Handel, dass das nochmal angetestet werden könnte. Wenn die Spekulation aufgeht, wenn dieser Trade aufgeht, dann sind das immerhin fast 200 Punkte, 180 Punkte. Und das ist natürlich schon ordentlich verdientes Geld. Dann vielen Dank für diesen Trading-Tipp heute. Martin Weiß, schönen Tag Ihnen. Gerne. So, wir schauen nochmal kurz auf die Details. Heute drauf 9.319, das Kauflimit, Ziel, Verkaufslimit bei 9.528, da auch der Stopp. Und dann also hat man hier auf diese Gegenbewegung heute spekulieren können. Soweit der Trading-Tipp des Tages für heute mit dem Blick auf den DAX. Liebe Zuschauer, schönen Handelstag Ihnen weiterhin. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause.